Hallo, ich möchte euch heute eine Pfeife zeigen, und zwar zum Thema nachlassende Fertigungsqualität von Petersen, die ja von Ralf schon ein paar Mal angesprochen wurde. Ich habe jetzt zufällig sein Exemplar in die Hand bekommen. Mein Bruder hat mir eine vorbeigebracht, die einen Defekt hatte. Da sollte ich mal schauen, ob ich was machen kann. Dem ist der Zapfen abgebrochen von Mundstück, nachdem der Filter nach dem Rauchen aufgequollen war und das der Zapfen schwer rausging aus der Pfeife. Gut, ich habe das jetzt improvisiert repariert und dabei ist mir aufgefallen, dass die Pfeife eigentlich für das, was sie gekostet hat, mies verarbeitet ist. Ich besitze selbst ein paar ältere Modelle, die zeige ich euch nachher. Die sind noch alle sehr gut verarbeitet, kann mich nicht beklagen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt der Petersen-Fan bin. Ich zeige euch jetzt mal die Pfeife von meinem Bruder. Das handelt sich um eine Petersen aus der Sherlock Holmes Serie, die Baskerville. Die Sherlock Holmes Serie ist ja eigentlich eine hochpreisige Pfeife und für das Geld kann man eigentlich mehr verlangen. Ich zeige euch jetzt mal, was mir aufgefallen ist. Ihr seht hier oben die Facettierung, die ist nicht durchgehend, die ist unterbrochen. Der Rohling hat einfach nicht das Maß gehabt, das gleichmäßige, um die Phase hier durchzufräsen. Hier im oberen Ring seht ihr das, dass die Phase aussetzt. Ist so ein Preissegment eigentlich nicht üblich. Und weiterhin. Man sieht sie auf dem Video nicht genau. Auch diese Phase hier oben ist ungleich. Die schwankt also um 1,5 mm im Umlauf. Auch hier anscheinend der Rohling nicht optimal gewesen. Ich meine, das ist jetzt keine Billigpfeife aus Italien oder sonst was. Gehört zu den, auch die Oberfläche vom Holz. Das schaut zwar von Weitem ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob da noch ein Lack aufgezogen ist. Aber wenn man sie aus der Nähe betrachtet, dann sieht man eigentlich fast noch die Feilenstriche, also die Oberflächenbearbeitung. Bei so einer teuren Pfeife eher schlecht. Und hier ist das Sorgenkind gewesen. Der Zapfen ist Petersen typisch sehr dünnwandig. Also der ist nicht einmal 1 mm stark, also sehr, sehr dünn. Ich habe das geschaut, das haben auch andere Petersen-Pfeifen. Also nicht irgendwie aus dem Ebonit rausgedreht oder was, sondern es ist ein ganz dünner Plastikzapfen, der in das Ebonit eingeschoben wird. Den habe ich nachher rausgebrochen. Ich habe es nicht gebohrt, weil das Ebonit frisst sich sofort und dann reißt das ganze Mundstück. Dann habe ich mit einem kleinen Messer aufgeschnitten und rausgepopelt. Als Ersatz habe ich jetzt genommen. Es gibt sicher welche zu kaufen, aber ich habe auf die Schnelle nicht gewusst, wo ich die kriege. Habe ich improvisiert und habe einen Kunststoffrohr genommen, das denselben Durchmesser hat. Hier eben die Kappe von einem Filzstift, der schwergängig in den Holm reinging. Und somit ist der Schaden repariert. Was mir auch nicht gefällt, ich bin jetzt, das seht ihr hier, die sind nämlich aufgearbeitet, sind diese Ebonit-Mundstücke. Ich kann mir eigentlich nicht mehr damit anfreunden. Mir ist es ein gutes Acryl-Mundstück ist mir lieber. Weil sobald Wasser rankommt oder man hat es ein paar Mal im Mund, dann fängt es wieder an, sich so zu verfärben. Da gibt es besseres und schlechteres Ebonit. Bei einer Dunhill passiert das zum Beispiel nicht. Ich zeige euch jetzt meine anderen Petersen, die etwas älter sind. Diese hier. Die schöne Bird Eye Maserung auf der einen Seite. Hier ist alles gleichmäßig, sauber verarbeitet. Eine schöne schwere Pfeife, viel Holz. Dann habe ich hier noch eine aus der billigeren Serie, so eine Donegal Rocky. Auch hier alles gleiche Materialstärke. Hier sieht ein Zapfen, der ist etwas stärker als bei der anderen war. Und hier habe ich noch eine Kinsale, die es ja ähnlich auch als Sherlock Holmes Pfeife gibt.
auch eine große, schwere Pfeife. Die hat hier oben eine Macke, da ist was abgebrochen vom Rand. Die habe ich aber so gekauft als Ästhetpfeife. Ansonsten top verarbeitet. Auch hier sieht man den dünnen Zapfen. Also ist nicht viel Materialstärke drauf. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.